euch noch nicht aufgefallen ist. Ich fühle mich schrecklich wegen dem, was diesem Mädchen zugestoßen ist. Gorhard war immer ein nettes, kleines Dorf. Doch dieser Tage stürzen wir uns auf jeden Schatten, der sich bewegt. Was hast du denn so? Ja, doch Waffen? Und Rüstung. Du hast der Schlüssel, Ulis. Na gut. Auf bald. Was ist? Weiß nicht, ich wollte mit dir reden. Du lass weg. Die Zeiten sind schwer. Doch schwere Zeiten können lohnend sein, wenn man kein Risiko scheut. Wenn ihr das Schwert und den Mumm für Arbeit wie diese habt, könnten wir bei den Kriegsgeweihten einen weiteren starken Arm brauchen. Manch einer versucht vielleicht, es mit schmucken Worten zu beschönigen. Doch wir sind Söldner. Die Besten in diesen Landen. Ihr werdet erkennen, dass jene, die den Eid geleistet haben, in ganz Amalur höchsten Respekt genießen. Warum nicht? Ihr könntet geradewegs zur Schildringfeste gehen und euer Schwert anbieten. Mit einer Empfehlung von mir wären eure Erfolgsaussichten jedoch höher. Um sie euch zu verdienen, müsst ihr etwas Empfehlenswertes tun. Es gibt zwei Brüder, Abschaum der Roten Legion, namens Oskar und Medgar Krast. Bringt mir Beweise, dass ihr sie beseitigt habt. Ich zahle mit Münzen und meinem guten Wort. Oskar verbirgt sich irgendwo im Wald nördlich von hier. Medgar wurde zuletzt östlich des Lagers seines Bruders gesehen. Bringt mir ihre Legionsdolche und ich bezahle euch mit Münzen. Und einer Empfehlung, der Orden solle euch aufnehmen. Okay. Wir haben die beiden schon lange im Auge gehabt. Dieser Abschaum von der Roten Legion. Sie sind beide gefährlich. Doch es könnte hilfreich sein zu wissen, dass Oskar den Bogen bevorzugt, während Medgar mit dem Speer kämpft. Speer? Interessant. Es ist ziemlich friedlich, wenn einem Ruhe und Frieden gefallen. Hier und da ein paar Probleme mit Banditen und Schurken. Dann rufen sie mich. Wir sind Kämpfer, die sich anheuern lassen. Niemand kennt sich mit Stahl besser aus als wir, ob es nun darum geht, ihn zu schwingen oder ihn zu formen. Und niemand genießt größeres Ansehen. Das bin ich. Ich war schon ein Kriegsgeweihter, als ihr noch nicht mal geboren wart. Und bin schon beinahe ebenso lang eine Eidklinge. Aber willst du wissen, wie alt ich bin? Ganz ruhig, Grünschnabel. Verdient euch jetzt erstmal den Aufstieg zum Schildverpflichteten. Dann könnt ihr es nach 5 oder 10 Jahren treuer Dienste vielleicht bis zur Eidklinge schaffen. Sehr gut. Ein Name, den ein Haufen Gauner sich selbst gegeben hat, um die eigenen Diebstähle zu verherrlichen. Ein Name nährt Furcht und stirbt nicht wie ein Mann. Doch die Männer zu töten, die ihn nutzen, ist ein Anfang. Alles klar, okay. Schildring. Es ist die älteste Heimstatt der Kriegsgeweihten. Zumindest in den Feenlanden. Im Osten herrscht Krieg. Und Dalentard hat seine eigenen Sorgen. Dank der Diebe der Roten Legion. Manche sagen, sie hätten in dieser Gegend Tuatha gesehen. Narren, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Unter welchem Felsen habt ihr denn gehaust? Wir leben seit 15 Jahren mit den Tuatha im Krieg. Sie sind anders als alle Feien, die ihr je gesehen habt. Rote Augen, passend zu ihren roten Rüstungen. Und wild wie tollwütige Wölfe. Feien sind ähnlich wie wir, aber nicht sterblich. Sie scheren sich nicht um dieselben Dinge wie wir Sterblichen. Habe ich jetzt alles? Also gut. Genau, was ich machen wollte. Übungen brauche ich tatsächlich eigentlich gar nicht. Flammenstab ist noch heute.
Weil ich dann nämlich nur auf Magie skillen will. So, komm, wir starten Chakram. Da passt doch alles. Okay, Er sitzt also um links. Ich hoffe, der Dorfvogt kann diese arme Feie heilen. Sie hat es nicht verdient, derart misshandelt zu werden. Ja, also. Niemand hat so etwas verdient. Wo gehst du hin? Hier ist nichts, dann geh ich nach oben. Was haben wir hier? Benötigt ihr Heilung? Die Heilerin. Ich bin Katrin. Benötigt ihr eine Heilkunst für euren Verstand, euren Körper oder für beides? Erstmal reden wir. Der Turm der Gnome befindet sich im Westen hinter Gorhard und jenseits der Ruinen der Alistar-Lichtung. Allerdings sucht niemand Alistar auf. Seine Geheimnisse sollten bewahrt bleiben. Ich kann nicht mit ansehen, wenn andere leiden. Zu viele Sterbliche sind den Tuatha zum Opfer gefallen und ich konnte es nicht mehr ertragen. Also verließ ich meine Heimat in Rathir und reiste nach Westen. Es gibt etliche Dörfer der Almain, die genau wie dieses sind. Sie sehnen sich nach Frieden und schreien vor Schmerz. Welchen Sinn haben meine Gaben, wenn ich nicht wieder heilen kann, was verletzt wurde? Ja. Die Almain waren einst einzelne Stämme, die sich erst kürzlich zu einem Reich zusammenschlossen. Sie sind beeindruckende Geschöpfe, aber Neulinge auf dem Gebiet der Magie. Was ist für eine Unsterbliche kürzlich? Könnte 1000 Jahre sein. Die Wälder dieser Region zählen zu den dichtesten in ganz Amalur. Sie erstrecken sich von Alistar bis nach Ysa. Jene von uns, die im Schatten seiner Baumkronen leben, nennen Dalendhar die Feienlande. Denn hier befindet sich der Sitz der Macht des schönen Volkes. Sucht das schöne Volk auf, wenn ihr etwas über die Magie erfahren wollt. Es begreift diese Welt auf eine Art und Weise, die Sterblichen verborgen bleibt. Ihr werdet in Dalendhar vielen Feien begegnen, denn es ist eine ihrer alten Heimstätten. Es ist mein Zuhause, seit mir die Tuatha meinen Liebsten genommen haben. Nach einem derartigen Verlust sehnt man sich nach Frieden. Aber es scheint, als wäre mir der Krieg hierher gefolgt. Ich verlange nur eine geringe Bezahlung. Gerade genug, dass ich etwas zu essen und mein eigenes Bett habe. Als ich meine Familie begrub, habe ich auch alles begraben, was ich war. Genau das ist für viele von uns das Vermächtnis des Krieges. Mir fehlt die Kraft, um noch mehr darüber zu sagen. Oh, kein Problem, gerade hier. Es ist diese prachtvolle Stadt der Alpha im Osten, in der sich die Truppen des Guten sammeln, um den Tuatha entgegenzutreten. Sie ist ein zauberhafter Ort mit einer langen Geschichte voller Magie. Die Magie ist ein Wunder der Natur, unabhängig davon, wie sie eingesetzt wird. Doch die Tuatha bilden eine Ausnahme. Ihre Macht ist verdorben und hat ein gewaltiges Ungleichgewicht erzeugt. Alles klar. Seid auf der Hut da draußen. Immer. Immer mit Ö. Wer bist du? Wenn ihr einen Wissensstein seht, berührt ihn. Ihr werdet es nicht bereuen, sie sind unglaublich. Was ist denn? Ihr habt es geschafft und gerade noch rechtzeitig. Gebt mir den Trank. Er wird helfen, aber das reicht nicht. Jemand muss zu den Feien gehen und ihnen erklären, was hier geschehen ist. Ein kleines Missverständnis und die Feien betrachten uns nicht länger als Fremde, sondern als Feinde. Sie ist ein Mitglied des Hauses der Balladen, dem legendären Hof der Feienhelden. Das sind unvergleichliche Krieger, die ihrem Namen über Jahrhunderte enormen Ruhm gebracht haben. Würde einer von ihnen von einem Sterblichen getötet, würden das Haus der Balladen und sein König gnadenlos Rache nehmen. Nach einem Tag wäre Gorhard nur noch eine Ruine. Hä? Was können wir tun? Ich bin noch nicht ganz sicher, aber das ist gefährlich. Sie ist eine Feie. Und schlimmer noch, eine Ritterin aus dem Haus der Balladen.
Feien töten einander nicht. Es muss also jemand aus Gorhard gewesen sein. Wenn das Haus der Balladen davon erfährt, wird sein König Gorhard niederbrennen. Sie betrachten alle Sterblichen als Eindringlinge. Wir könnten zu den Kriegsgeweihten gehen und einen Schutzeid anfordern, aber dafür müssten wir bezahlen. Wir dürfen die Sache nicht vertuschen, aber wem sollen wir davon erzählen? Ich gehe zum Haus der Balladen. Ihr erweist euch als überaus hilfreich, mein Freund. Ich bin euch sehr dankbar und werde für eine angemessene Ehrung sorgen. Gerüchten zufolge liegt das Haus der Balladen gar nicht weit von hier, in Glendara im Nordosten. Vielleicht gewährt man euch ja Einlass. Es liegt östlich von hier in den Wiesen von Jolvan. Die Feienlande sind ein gefährlicher Ort. Es wimmelt dort vor Kreaturen, die so seltsam sind, dass ihr euch wie im Traum wähnt. Dein Auge immer, ne? Alter. Ich weiß nur, was mir in meiner Jugend erzählt wurde. Dass König Wenzen und sein Hof der Zauber überaus heldenhaft waren. Meine Großmutter hat abends davon gesprochen, als sie auf meiner Bettkante saß. Soweit ich weiß, ist das Haus der Balladen nur ein Mythos. Aber ich habe dennoch das unbestimmte Gefühl, dass es existiert. Irgendwo da draußen, im dichten Nebel der Feienlande. Einst bekämpften sie die Bestien des Chaos und sonnten sich im Ruhm ihrer zahlreichen Siege. Es ist traurig, dass auch sie, wie alle großen Männer, so tief gefallen sind. Jetzt sind sie nichts weiter als Söldner. Mit ein wenig Gold kann sich jeder ihre Treue erkaufen. Ja. Versucht alles, um zu überleben. Lebt wohl. Angriff melden. Also ja. Gehen wir da mal hin. Noch ist diese Quest nicht vorbei. Hallo. Moin. Okay, das sind jetzt zwei Dinge, aber ich will jetzt den anderen. Bruder Knast besiegen? Achso. Bruder Knast, also jetzt habe ich die Quest angenommen. Ist ja die Quest noch vorbei? Okay. So, nee, Brücken bauen, die Quest mal genommen. Immer noch in der Quest. Ich gehe jetzt einfach hier die ganze Zeit weiter. Mal gucken, was passiert. Da wo ich hinkomme. Im Zauberstab kämpfen. Leider nichts habe ich nicht, ne? Nee, habe ich nicht. Das ist diese Brüche hier. Warum ist das gleich nicht so? Was ist so? Ja, moin. Lims Umarmung manifestiert der Sommer sich als unsterbliche Feier. Ihr kennt sie, ihn, es als den glänzenden Krieger oder den leidenschaftlichen Eroberer. Ihr Sterblichen nennt ihn König Ysar. In der Jugend der Volkes wurdet ihr Zeuge von Ysars Taten. Er ist eure Legende der Macht und Eminenz. Kommt, lauscht der Geschichte von Ysar und Oon, dem Gottsturm. Dauernden Krieg. Wolltest du mal gemacht haben? Ja. Skillen. Gut verstehen. Ja. Nee, ich wollte Überzeugung skillen.
Hemdschleifen. Das Kleid erlaubt es, die mächtige Kämmen herzustellen und sie an Ausrüstungsteilen mit Fass. Oh ne, mach das. Hier Magie. Wie Punkte habe ich? 3. Einmal das, weil das auch Schackungs macht. Dann einmal lange Stunden des Lernens und Übens bist du nun in der Lage, Scepter mit enormer Effizienz zu führen. Scepter habe ich als Drittwaffe sozusagen. Was du hast gelernt, unglaubliche Menge von Energie durch deinen Stab zu kanalisieren. Der durch ihn verursachten Schaden wird dadurch verträglich erhöht. Wahrscheinlich als Zauberkraft. Weißt du, das bedeutet doch keinen Sinn mehr, Sucher zu bleiben, oder? Aber es hat Nahkampf und Fernkampfschaden. Aber Chakra macht, glaube ich, eher Magieschaden, oder? Wenn ich kann es gleich noch machen. Ich muss so kurz was nachgucken. Körperschaden, Eisschaden. Ach, beides. Wird trotzdem auf Magie gehen irgendwie. In den anderen Dingen. Hätte er schon mal? Fehlt nur 11. 11 Punkte zurückkommen. Der war hier auch erstmal. Akolyt. Das sieht cool aus. Eine Kiste. Was mit ihr? Erstmal mit ihr reden. Ach, endlich mal einer, der aussieht, als könne er einer leichteren Brise standhalten. Wir haben Bedarf an einem Abenteurer wie euch. Ich und ein paar andere stellen eine Expedition in ein neues Land südlich von hier zusammen. Oh, ihr seid nicht nur stark, sondern auch klug. Wie gesagt, wir reisen zu den Zähnen von Naros in die Länder südlich von Dalentat. Sucht Helikross auf, wenn ihr noch mehr Informationen braucht. Er ist unser Anführer. Ihr findet unser Lager jenseits von Etinmeer. Kaum zu glauben, aber sie war Heliks Idee. Ich teile seinen Optimismus hinsichtlich der Ausbeute zwar nicht, aber selbst wenn wir nur einen Bruchteil davon finden. Ich habe mir meinen Lebensunterhalt damit verdient, die Ruinen alter Städten wie Talarane zu plündern. Die Toten zu berauben ist ein besseres Gefühl, als die Lebenden zu bestehlen. Dabei bin ich eine ziemlich fähige Diebin und ich bin nie erwischt worden. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich noch sämtliche Finger. Allein der Name genügt schon, um die meisten Entdecker abzuschrecken. Soll mir recht sein, so gibt es weniger Konkurrenz. Abgesehen davon, was sagt schon ein Name? Ich habe 2 Jahre versucht, in einem Land ein Vermögen zu machen, das die bemalten Orsks hieß. Ich weiß bis heute nicht, was ein Orsk ist. Hört zu, ich weiß, hier draußen gibt es nicht sonderlich viele Frauen. Aber könntet ihr damit aufhören, mir so viel Aufmerksamkeit zu schenken? Es ist ein wenig unangenehm. Es tut mir leid. Genug davon.
So, weiter geht's. Ich muss das eigentlich. Warte, da vorne ist noch jemand, der ein Zeichen hat. Junge, was ist los? Zweibeiner, bitte helft mir. Die anderen Zweibeiner sind grausam. Sie wollen nicht helfen, obwohl ich verflucht bin. Okay. Ihr glaubt mir. Viele glauben, ich sei einfach nur ein Zweibeiner, aber sie irren sich. Ich bin ein Wolf, von bösen Elfen bei einem grausamen Spiel dazu verflucht, in diesem Körper zu leben. In meinem Kopf sind immer noch Wolfsgedanken, aber die Körper der Zweibeiner sind so ungeschickt, dass man damit nicht einmal Fleischvögel fangen kann. Ich muss zurückverwandelt werden. Die Elfen sind in der Nähe. Sogar jetzt kann ich sie riechen. Aber mit diesem Körper kann ich nicht kämpfen. Helft ihr mir, Zweibeiner? Ja, aber sicher. Seid bedankt, Zweibeiner. Aber die Aufgabe ist nicht einfach. Ich brauche Wasser aus einem magischen Brunnen. Er wird von den Elfen bewacht, die mich verflucht haben. Seid gewarnt. Die Elfen sind magisch sehr bewandert. Denn der Brunnen, den sie bewachen, ist älter als dieser Wald. Und aus ihm beziehen sie ihre Macht. Die Elfen bewachen den Brunnen, der in der Nähe des Flusses im Norden liegt. Hütet euch vor ihnen. Sie sind magisch sehr bewandert. Eine Gruppe Zweibeiner gab mir diesen Namen, aber Hilfe wollten sie mir nicht geben. Sie haben mich geschlagen und vertrieben, nur weil ich ihre schmackhaften Fleischvögel gefressen hab. Was war daran falsch? Tja, das, ja. Er ist ein schwarzes Becken und war schon alt, als die mächtigen Bäume noch Setzlinge waren. Er hat diesen Teil des Waldes durchwandert, bis die Elfen ihn eingefangen haben. Ihr Rudel ist klein, aber jeder von ihnen ist stark. Sie kamen erst vor kurzem in diesen Wald, angezogen von der Magie des Brunnens. Wäre ich ein Wolf, könnten sie mir nichts anhaben. Aber als Zweibeiner bin ich ungeschickt und schwach. Seid vorsichtig. Ich wurde von drei Elfen verflucht, denen lediglich langweilig war. Hätte ich Reißzähne und Klauen, ich würde sie zerfetzen wie Fleischvögel. Meine Brüder und Schwestern halten mich jetzt für einen weiteren Zweibeiner und dulden nicht, wenn ich mich nähere. Ich habe kein Rudel mehr. Aber es kommt noch schlimmer. Euer Zweibeinerleben ist unerträglich. Genau wie diese seltsamen Dinger. Hosen. Wie könnt ihr damit bloß leben? Alter, der Typ, der das einsprechen musste, ne? Junge, tut mir leid. Ihr meint bestimmt das schöne Volk. Ja, sie leben nördlich von hier, tief unter dem Schatten von Yolvan. Ihr Geruch, er ist seltsam, irgendwie grün. Jäger wie ich, Zweibeiner. Ihre Klingen sind ihre Zähne und sie kämpfen bis zum letzten Atemzug für die Ihren. Er ist gut für die Jagd, dieser Wald voller Gerüche und Schatten. Als Zweibeiner kann ich nicht verfolgen, kann ich nicht jagen. Die Blutgier ist Agonie. Agonie? Weidmanns Heil. Hier ist noch eine Küste.
Bitte nicht mal die Quest direkt aktivieren. So, ist da lang, ist jetzt. Gucken wir jetzt hier. Ach, moin. Das. Ach, wie sie eine Schlüssel, die man da kaufen kann. Okay. Erstmal immer eine Quest zur Zeit. Scheint noch etwas länger zu gehen, diese Quest. Ach ne, ich muss die. Ja, Gurgwart. Wie, so ein Gegner. Wie fertig sind. Besonders viel Damage gemacht, aber es hat geräuscht. Okay. Ja, guck mal. Wenn ich den Rest meines Lebens verbringen muss, ohne dass er es weiß, nun, dann werde ich das. Vielleicht ist es das Beste. Es ist edel. Ja, ich könnte es jemandem sagen, doch das wäre nur Betteln um ein Lob. Was es zu einem Akt der Güte macht, ist gerade, dass niemand es weiß. Oder zumindest, dass er es nicht weiß. Soll er den Ruhm genießen. Niemand muss wissen, dass sein Fall das Ziel verfehlte. Er hat die Stadt gerettet. Er ist ein Held. Okay, wenn du sagst, er ist ein Held. Asiane. Ja, dann entdeckt. Haus der Balladen. Achso, da geht ja aber weiter. Ja. Guck, ob er mich überhaupt will. Das ist mal so eine Sache, ne? Schluss jetzt, Sterblicher. Ihr gehört nicht zu unseresgleichen. Und der Sitz von Sir Zagrel wird niemals von jemand derart Weltlichem eingenommen werden. Hallam der Weiße bereitet den Wettstreit vor. Und darf in dieser Zeit unserer größten Not nicht gestört werden. Ihr sprecht ohne Zweifel von Illuvia, diese ungestüme Närrin. Ich habe ihr gesagt, sie soll eure Ansiedlung meiden. Überhaupt ganz Odarath. Aber sie hat noch nie auf meine Warnungen gehört. Ich werde sie bei ihrer Rückkehr angemessen maßregeln. Es ist schlimm, sicher. Aber nicht das erste unerwartete Ereignis in dieser Geschichte. Was ist vorgefallen? Immer das. Ja, mir ist die steigende Anzahl von Menschen in Dalentart schon aufgefallen. Es muss an diesem Krieg liegen. Ich verstehe das alles nicht. Ach ja, die Euren erwarten doch für eine gute Tat immer eine Art von Trophäe, richtig? Ein Schmuckstück oder so etwas. Vielleicht ein andermal. Seid bitte so nett und übermittelt den Einwohnern von Gorhard eine Botschaft. Wir wollen ihnen nichts Böses und sie haben nichts von uns zu befürchten. Das ist gut. Man kennt mich als den Knappen. Meine Pflicht ist es, den Kanzler des Hauses der Balladen bei all seinen Vorhaben zu unterstützen. Hallam behandelt mich gut und es ist mir eine Ehre, ihm zu dienen.